Ahoi und willkommen zu World of Warships mit Reaper. Heute drehen wir ein paar Gefechte. Verschiedene Gefechte. Wir werden ein paar Feldzüge mitmachen. Ne, Feldzüge nicht. Sorry. Wie heißt das nochmal? Hier, Unternehmen der Woche. Von 1.1. bis 1.1. Hä? Naja, okay. Also, auf jeden Fall gab es ein neues Update. 0.6.8. Und da geht es um Dünkirchen. Ich habe euch die Versionshinweise zu den neuen Update 0.6.8 in meiner Beschreibung reingetan. Plus andere Links noch zu der Operation Dynamo und die Auftragsspecials zu Dünkirchen und dann Kö. Ja, und wenn ihr noch kein Gamer seid bei World of Warships, da gibt es noch einen Link, wo ihr euch registrieren könnt. Alles unten in meiner Beschreibung. Könnt ihr euch gerne anschauen und dann könnt ihr mir auch gerne Feedback in den Kommentaren machen und ja, natürlich über einen Daumen hoch und über ein Abo würde ich mich auch freuen, ne? So, wir legen mal los. Erstmal mit einem Zufallsgefecht. Ja, so wie es aussieht, gibt es ein neues Schiff im Hafen, die Zyklon. Den gibt es zu dem jeweiligen Auftrag Dünkirchen. Schön, schön, das freut mich schon mal. Wieder ein neues Schiff. So, wir legen aber erstmal mit normalem Zufallsgefecht. Und dann nehme ich mir Stufe 8, weil Kampfauftrag gibt es auch noch und da muss man eben mit Stufe 8 in Zufallsgefechten kämpfen, um wieder ein paar Sachen zu bekommen. So, dann starten wir mal los, erstmal mit dem Achter. Mit dem Achter. Moment, Hipper ist auch noch Achter, okay. Ich nehme aber die Takao mit meinem Captain Ruffy hier. Dann schauen wir mal. Ab geht's. Ab zum Gefecht. Und viel Spaß beim Zuschauen.
Morgen mache ich ein. Sorry. Morgen mache ich ein einzelnes Livestream. Wieder mal zu gewerteten Gefechten. Da seid ihr auch alle herzlich willkommen natürlich. Also es hat sich viel getan in letzter Zeit hier. Neue Updates überall. Ja, werden wir mal schauen, wie sich hier alles entwickelt hat. So, wo bin ich jetzt hier eigentlich? Da, okay. Alles klar. Dann mache ich mich mal nachts nach links ran. Da kommt schon ein Hühnerschrecker. Und ein zweiter. Schön, schön. Leider noch nicht im Fokus. Kriegt ihn noch nicht erfasst, den Jungen. Mann, 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 Mann. Aber die Trippitz brennt schon mal. Nicht von mir, aber die brennt schon mal. Oh, gelöscht. Ja, hat er einige Tage keine Zeit, hier Livestream zu machen bei World of Warships. Aber jetzt am Wochenende werden mehrere Livestreams folgen zu verschiedenen Spielen. Da seid ihr natürlich alle herzlich willkommen. Na, lade nach. Schön, brenn du Sau. Brenn du Sau.
Ach ja, stimmt ja. Sorry. Das war jetzt im Chat nicht okay. Ich habe da gelesen, die haben hier neue Optionen im Spiel. Die ganzen Rufe für Hilfe und so. Da gibt es jetzt neue Optionen. Da muss ich gleich noch mal in Einstellungen schauen. Wenn das Spiel hier vorbei ist, beziehungsweise wenn ich drauf gehe. Ach Mann, ey. Komm, lade nach. Schön. Schon mal ein Modul erwischt. Auf jeden Fall, wie schon erwähnt, gibt es neue Optionen hier. Muss ich aber erstmal gleich nachschauen, wie man die aktiviert. Sprich hier diese Option für Hilfe rufen und allgemein Sachen. Die Kommunikation im Chat und so, meine ich. Schön, schön. Das ist schön. Er ist schon platt. Okay. Dann kommt jetzt die Carolina dran. Ach, dreht ab. Shit. Verfehlt. Naja. Schauen wir mal. Ein paar sind noch übrig. Komm, Junge, lade nach. Au, Bismarck. Hast du keine Augen im Kopf? Jawohl, bestätige. Jetzt haben die geändert, die Sprüche. Okay. Schön, schön. Ist besser als vorher die Sprüche, auf jeden Fall. Kann man besser sich. Kann man besser verstehen, was die diejenigen meinen, ey. Naja. Werden wir mal schauen, was noch so Neues gibt hier bei den Update 0.6.8. Außer den Auftrag da bei Dünkirchen. Ja, natürlich gibt es neuen Hafen.
Eben Dünkirchenhafen. Wie ihr am Anfang gesehen habt, beziehungsweise gleich sehen wird nochmal. Neues Premium-Schiff, die Cyclone. Ja, und die Option mit den Sprüchen hier. Aber das muss ich noch gleich abchecken, wie man das aktiviert, beziehungsweise ob das aktiviert ist und welcher Knopf dazu gehört. Taste. Schauen wir mal. Auf jeden Fall, Wochenende wird hier durchgemacht. Natürlich nicht komplett, aber werden auf jeden Fall mehrere Livestreams folgen. Was heißt mehrere? Sorry, längere Livestreams zu jeweiligen Spielen wie zum Beispiel World of Tanks, World of Warships, For Honor und anderen. Na, komm schon, lade nach. Komm schon. Schön, wieder ein Modul erwischt. Und noch ein. Komm schon. Torpedos. Ach Mist. Wo schieß ich denn, ey? Er fährt ja rückwärts. Trippels, du bist arm dran. Was? Verfehlt? Was ist los? Komm schon. Lade nach. Brenn, Trippitz, brenn. Brenn, Trippitz, brenn. Hast dich repariert? Kollege? Kollege Tonschuh, was? Vorbei, okay. Gut. Naja, nicht so gut. Niederlage. Tja, tja, so läuft das. So. Wie gesagt, wollte ich mal schauen in den Einstellungen. Grafiksteuerung. Wo waren die Sprüche? Waffen, Flugzeuge, Minikarte. Und Hilfe F1 Schwert
Schriftstatus. Okay. Schnellmeldung, genau. Schnellmeldefeld ist auf B jetzt. Okay, also ist auf B. Neu. Negativ F2. Zielbinden F3. Verstanden F4. Unterstützung ist F5. Fla-Unterstützung F6. Ich brauche Aufklärung. F7. Vorher war das, ich brauche Hilfe. Okay. Nebelwand setzen F8. Zurück F9. Viel Glück F10. Gut gemacht F11. Vielen Dank ist F12. Früher war das F3. Und schimpfen, Umschalt plus F12. Naja, okay. Aber das kann man sich ja einstellen, wie man will, natürlich. Also ich persönlich brauche Unterstützung, war auf F7 bei mir. Moment. Bei F7, das weiß ich hundertprozentig und deswegen werde ich das auch ändern. F5 war früher. Vielen Dank. Ja. Viel Glück, vielen Dank war F5. So. F4 war. Moment. F4 war verstanden. Okay. Was war F3 nochmal? F3. F3 war. Wieso machen die hier so ein Mischmasch? F6 war auf jeden Fall negativ. Ach, hätte ich mir das speichern sollen, ey. Machen wir mal hier F5. Ne. Ja doch, F5. Ah ne, F5 war links. Okay, sorry. F8. Nebelwand setzen. F9, F10, F11 ist schon vergeben. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Neunzehn. Ich bin jetzt selber hier ein bisschen verwirrt. Machen wir mal Standard wieder. F2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ja, F1 geht ja nicht. F1 ist ja hauptsächlich Hilfeknopf.
wo man alles nachschauen kann. Sprachchat muss ich umwechseln, weil ich alles hier wieder auf Standard gesetzt habe. So, das. Sorry, Leute. Aber muss man hier wieder einstellen. Alternativer Gefechtsmodus, das brauche ich eigentlich nicht, weil ich voll hab. Auf voll hab alternativer Gefechtsmodus. Ne, Interface-Modus. Ah, was machen wir denn hier? Machen wir mal V hier. Mal schauen, was das dann ist. Das hat sich nicht verändert. Das ist alles so, wie es war. Okay. Gut, checken wir mal erstmal ab. Den Rest mache ich ohne Livestream. Aber ich bitte euch um Verständnis, noch kurzen Augenblick, ich bin kurz AFK. So, wieder da. So, dann ab zum nächsten Gefecht und wir schauen uns dabei diesen neuen Modus an. So, ja, wie gesagt, steht ja auch da, Update-Versionshinweise unten in der Beschreibung, plus zusätzliche Seiten zu Sachen zu Dünkirchen und zum zu der Operation Dynamo, genau. Und falls ihr noch kein Gamer seid von World of Warships, egal auf welche Plattform, PC oder PlayStation 4, da ist auch noch ein Link dazu, wo ihr euch registrieren könnt. In meiner Beschreibung. Ja. Legen wir mal los und checken dabei natürlich diesen neuen Modus da an. Werden wir mal ein bisschen anspielen. So, los geht's. Ab zum Gefecht. Unter B war das, ja? Okay. Checken wir mal aus.
Da seht ihr es. Das ist neues Modus. Klar sind da hier die F-Tasten zugeordnet. Kann man auch per F-Taste eben die Sachen tätigen. Aber mit B-Taste hat man diesen Bildschirm, diese Option, und da kann man eben auch noch Befehle geben. Diese Sprachbefehle, ne? Natürlich. Und die Reihenfolge hat sich ein bisschen geändert bei den F-Tasten, also wenn, dann müsst ihr euch selbst das zuordnen, einstellen. Wieso kann man das hier nicht klicken? Ach, kann man nur gucken, wo was ist? Okay. Ja gut, dann kann man das eben nur schauen, wo was ist. Das kann man nicht hier aktivieren, sondern nur schauen. Oder? Ach, kann man doch. Aber muss man loslassen. Ach so. B muss man dann loslassen, damit der Spruch losgeht. Aha, verstehe. Alles klar. Gut, gut. So, ja, legen wir mal los hier, bevor wieder hier alle drauf gehen. Ab geht's. Oh, da ist schon mal einer, zwei, drei Hühnerschrecker. Drei Hühnerschrecker sind schon am Lande. Vier. Okay. Komm und gehen, komm und gehen. Das wird nichts. Das ist ein Zerstörer, der ist ein bisschen schnell. Funke an. Schön, schön. Aber auf den Bär schieße ich nicht. Ja, hab schon gesehen. Ja, Torpedos kommen. Ich weiß nicht, ob das so gut war, jetzt auf die Yamato zu schießen. Naja. Ach, verfehlt, ey, was ist los? Komm schon, lade nach. Ja, komm, Kollege, komm, komm, komm. Lade nach, ey. Wir essen zeitig. Ach, verfehlt, ey, Mist. Der Sack ist stehen geblieben. Meinst du, ich sehe das nicht? Ich sehe das, ja, ich sehe das. Dass du stehst, du Sack.
Heißt das Torpedoregen oder was? Na komm schon, lade nach. Ach Mist, ey. Komm schon. Der ist schon drauf gegangen. Jetzt kommt die Izumo. 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 Und da ist ein Regen voller Bomben. Und jetzt auf mich natürlich. Weg, ey, was ist los hier? Was ist los, ey? Was ist los? Was ist los, ey? Ihr spinnt ja wohl, ey. Alter, was ist das denn für einer? Wer ballert da so, ey? Das ist ja... Boah, heftig, ey. Komm schon, lade nach, Mann. Ach, nö. Ja, toll, ja, jetzt krieg ich die von allen Seiten. Hindenburg, 10er Stufe. Was macht der denn hier, ey? Bei 8er. Ah, peng, weg ist er, ey. Heftig, ey. Das ist krass, sowas habe ich noch nie gesehen, ey. So ein Regen, ey, voller Bomben. Hier habe ich das noch nie gesehen. Ja, genau, sage ich auch immer. Was ist das für ein fucking Nope da, ey? Heftig. Was geht hier ab? Das ist jetzt aber... Was hat denn für ein Pünktchen da in der Mitte, ey? Was haben die denn da veranstaltet jetzt? Ach, was ich noch gucken wollte. Wackeln die Schiffe immer noch bei der Fahrt? Oder haben die das endlich mal hier repariert? Er fährt ja nicht. Er fährt aber. Nö, Wackelei ist nicht mehr da. Okidok. Schön, schön. So. Oh Mann, ey.
Wir haben auch eine Yamato im Team. Okay. Ja, haben wir schon gehört. Das stört mich irgendwie hier, falls ihr das seht. Hier direkt in der Mitte bei dem freien Anblick ist ein kleines Pünktchen. Das war früher nicht. Früher war das nicht, sonst hätte ich das auch bemerkt. Also, das kann man zwar kaum sehen, aber wenn man das einmal gesehen hat, ne, stört das einen. Also mich auf jeden Fall stört das, ich weiß nicht. Das war früher nämlich nicht. Naja, einfach nicht drauf achten. So ein kleines Mini-Pünktchen, ey. Ich weiß nicht, wie sie das da reingetan haben. Vielleicht kann man da den Einstellungen abschalten irgendwie oder so. Keine Ahnung. Ich habe mich noch nicht mit den neuen Einstellungen da befasst. Beziehungsweise mit den kompletten Update-Hinweisen, da habe ich mich auch noch nicht so mit befasst. Ich weiß nur, dass es wie hier bei dem Gefecht am Anfang gezeigt habe, neue Sprachbefehle gibt, also so ein Menü. Aber was da sonst noch gibt, keine Ahnung. Ja, und bei den Updates geht ja natürlich um Dünkirchen, ne? Auch noch, ne? Deswegen habe ja schon bei den Testserver diese Dünkirchen Spiele gezockt. Ah, geht schon klar, also macht Spaß. Da braucht ihr eben den Zyklon hier und da war noch einer, Moment. Da war noch einer bei den Testserver. Wie hieß der jetzt nochmal? Irgendwie mit A. Ach, hier, Anthony ist auch noch dabei. Ja, super, zwei neue Premium-Schiffe dabei. Ich hoffe, die bleiben. Genau, die beiden waren bei Testserver für die Aufgabe Dünkirchen drin. Anthony und Cyclone. Schön, schön. Es läuft. Da könnt ihr euch auch gerne den Livestream zu den Testserver anschauen. Zwar es gab nur von mir ein Livestream dazu, aber es geht klar. So, wie schon erwähnt am Anfang, Versionshinweise zu den Update habe ich euch unten in meine Beschreibung verlinkt. Dazu noch eben ein Link zu Operation Dynamo und Auftrag Specials zu Dünkirchen
Und danke, habe ich euch auch da verlinkt. Und falls ihr noch kein Gamer seid von World of Warships, gibt es dann auch einen Link zur Registrierung. Könnt ihr euch alles gerne nachschauen. So. Da würde ich mal sagen, wir legen wieder mal los. Ich schaue mal kurz auf die Aufträge. Zehn Schiffe zerstören. Okay, das war ja nichts bei den Gefechten jetzt. Schiffe Stufe 4. Danke. Ja, toll. Den habe ich nicht. Das ist ja Premium. Diese Dunkery. Qui. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Galant. Okay. Ja. Wo gibt es denn Galant hier? Bei den Franzosen oder was? Mal schauen. Also, Dunkery ist hier Premium-Schiff. Den braucht man für einen Auftrag da. Leider habe ich den nicht. Tja, Pech. Cyclone habe ich aber. Ist okay. Galant, Galant, Galant. Wo gibt's denn hier Galant? Bei Japanern bestimmt nicht. Kit, kommt ein Schiff, neues Kit. Okay, Liberty Sinclair. Ist auch nicht, okay. Wo gibt's denn hier ein Galant? Graf Zeppelin kommt auch ein neues Schiff. Graf Zeppelin, Stufe 8. Ein Flugzeugträger. Okay. Ja, auch nicht schlecht. Aber ist auch immer noch galant hier. Hier, galant. Engländer. Engländer Premium-Zerstörer ist das. Galant. Den habe ich auch nicht, also kann ich mir den Auftrag abschminken, weil ich hier keine Schiffe kaufe. Ist ja aber nur ein Container, also egal. Dann geht es nur um die Aufgabe hier. Da ist hier wieder Premium-Schiff. Geht auch wieder nicht für mich. Dann diese Aufgabe und diese Aufgabe. Okay. 10.8. Und hier 26.7. Okidoki. Ja, vorhin habe ich ja gesagt, wir spielen heute verschiedene Modus. Dann nehmen wir die Aufgabe Dynamo hier. Unternehmen der Woche. Und wie gesagt, für dieses Unternehmen der Woche gibt es ja nur die zwei Zerstörer zur Verfügung. Das sind Anthony und Cyclone. Anthony ist gut in dem Sinne, der hat Torpedos. Cyclone hat keine Torpedos. Wie ich aus dem Testserver weiß.
Der hat dafür aber Nebel. Und Anthony wiederum hat kein Nebel. Ne? Das ist ein bisschen blöd, aber ist eben so. So haben die das gemacht. So läuft das eben. So, mal hier ein bisschen aufbauen. Signale, habe ich keine Tarnung. Nehmen wir die blaue Lagune. Auch noch aktivieren dazu. Okay, dann ist das schon mal abgeschlossen. Aber ich guck noch mal bei Cyclone. Ich weiß nicht, ob ich da alles aktiviert habe. Hier brauche ich nichts zu aktivieren. Ja, wusste ich doch. Noch aktivieren hier. Ja. Bei Anthony Captain. Ja, da gibt es noch zum Aufbau. Okay. 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 Anthony hat Torpedos, der hat keinen Nebel. Hat keinen Nebel, Torpedos dafür. Noch ein, okay. Dann nehmen wir mal das hier. Okidok. Dann starten wir mal. Unternehmen der Woche Dynamo. Los geht's. Ja, die haben das zwar erweitert alles, da ist eine große Palette jetzt geworden mittlerweile. Und ja, jetzt in letzter Zeit habe ich kaum Zeit, sonst würde ich nach und nach alles zeigen hier. Aber ich bin ja nicht der Einzige, der Livestream macht. Werden bestimmt noch einige sein, die länger dabei sind mit Livestreams, die es auch besser erklärt haben, alles da. Ja, hier auf jeden Fall muss man Truppen evakuieren in der Nähe Dünkirchen. Unterstützen und evakuieren der alliierten Truppen. Ja. Mal schauen, wie das jetzt hier bei den Hauptserver läuft. Also bei den Testserver war das einigermaßen okay. War nicht so schwer. Schauen wir mal. Wie gesagt, Anthony hat Torpedos. Dafür aber kein Nebel. Und die Cyclone hat Nebel, aber dafür keine Torpedos. Hier sind ja zwei Cyclones. Gut zur Unterstützung mit Nebel. Wird ja auch benötigt bei der Aufgabe. Wie ich das aus dem Testserver weiß und kenne.
Ja, und das ist das auch, ja. Cyclone hat keinen zusätzlichen Aufklärer Flugzeug, also Jäger, der da mithilft. Das hat er auch nicht, der Cyclone. So, erstmal hier ein paar Soldaten aufnehmen. Fünfhundert Stück kann ich aufnehmen. Mal gucken, wie viel überleben, beziehungsweise ob ich überlebe. So. Die kann man auch hier benutzen. Schön, schön. Okay. Taste B. Falls ihr das noch nicht mitgekriegt habt. Ne? Taste B. So, und jetzt geht's los. Evakuierung läuft. Cyclone, mach mal Nebel hier. Ja, und noch bei, was ich noch weiß aus dem Testserver, hier bei der Aufgabe muss man aufpassen, hier gibt es auch Minen im Wasser. Oh, ja, zum Beispiel, zum Beispiel. Oh nein, nicht reinfahren, nicht reinfahren. Wird rot angezeigt, wenn ihr das auf dem Bildschirm jetzt seht. Da sind Minen im Wasser. Da muss man aufpassen. Sonst ist man direkt platt. Da hatte ich aber noch Glück jetzt, ey. Da hatte ich jetzt Glück. Verdammt ich nochmal, ey. Die müssen die besser sichtbar machen, die Minen, ey. Jetzt nicht hier mit den Zeichen, sondern auf dem Wasser besser sichtbar machen. Weil die sieht man kaum. So. Turbobote. Ach Mist, verfehlt. Ach, verdammt. Ich habe gehofft, das wäre meiner jetzt, ey. Schön. Wunderbar. Wunderbar. Zwei erwischt. Oh, Torpedos. Minen. Sorry, Minen, Minen, Minen. Ich vertue mich da jetzt. Ach, Menno. Ja, und von überall wird geschossen. Natürlich die Feinde kommen. Flugzeuge von den Feinden. Und vom Land wird auch noch geschossen. Also, ne? Da muss man schon aufpassen. Und wenn irgendeiner von den Teamkameraden hier drauf geht, hier seht ihr das zum Beispiel, da kann man Leute, wenn man in den Kreis fährt, da kann einer die Leute aufnehmen. Ich bin leider voll, 500 von 500. Und deswegen geht das nicht. Flugabwehr anmachen. Oh, Bomber kommen, die Bomber kommen. Feuerunterstützung geben.
Da kommen wieder die Torpedo Schiffchen da. Ach Mist, verfehlt, ey. Ich denke mal, das war jetzt unnötig, aber naja. Oh, nee, 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 nee. Gott sei Dank, dass der so schnell bremst. Sonst wäre ich da drinne. Na, ja, schön. Schön, schön, schön. Noch Glück gehabt mit den Minen. Gott sei Dank bremst er so schnell ab, ey. Na kommt Leute, bewegt euch mal. Oh, ich habe 20 Leute verloren. Aber jetzt kann ich 750 auf einmal. Da ist einer draufgegangen oder was? Ne, das ist nur Nebel. Okay. Oh, jetzt kommen die Torpedos. Oi, 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 oi. Wieder Flugzeugabwehr, Flugabwehr. Flugabwehr. Kommen wieder die Torpedoboote. Oh, und da kommen Torpedos. Ach Mist. Sack, ey. Nein, 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 brems, 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 brems. Wow, war das knapp. Seht ihr das? Das sind alles Minen im Wasser. Die sieht man kaum. Wenn man so richtig drauf schaut, dann sieht man da so kleine Kügelchen rumschwimmen. Boah, hatte ich Glück jetzt, ey. Verdammt ich nochmal. Huhuhuhu. Hat war jetzt aber knapp, ey. Mein Gott. Das war jetzt aber knapp. Oh, nee, 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 nicht schon wieder, nicht schon wieder, nicht schon wieder. Und jetzt kommen von da Torpedos, Boote. Komm, komm, komm. Ach, shit. Ach Mano. Schön erwischt. Komm. Ja, wunderbar. Meiner.
Na komm, dreh schon die Kanonen, ey. Schön, und zweiter. Komm schon, lade nach. Lade nach. Schön erwischt. Gut. Wunderbar. Es läuft. Oh, hier ist einer draufgegangen. Dann nehme ich mal ein paar Leute auf. Hab ja noch Platz. Komm schon, beweg dich. Beweg dich. Los. Bevor alle draufgehen, beweg dich, Mann. Schön. Noch ein paar Leute gerettet. Wunderbar. Jetzt muss ich nur auf die Minen aufpassen. Und die Gegner natürlich. Da kommt ein Torpedobomber. Oh, da geht einer drauf. Da geht nicht, Gott sei Dank. Knapp, 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 knapp. Ich glaube, das schaffen wir mal. Das schaffen wir gut diesmal. Wunderbar. Naja, mach Nebelzyklon. Genau. Das ist es ja. Immer Nebel machen. Damit wir da gut durchkommen. Kommen wieder Torpedoboote. Schön erwischt. Ach Mann. Menno. Ach komm schon, Junge. Wunderbar. Weggeputzt den Sack. Komm schon. Schön erwischt. Komm. Ach, Menno. Was ist los? Wieso trifft er ihn nicht? Wunderbar. Noch ein Wichs. Oh, das sind welche am Ersaufen. Turbo an. Noch mehr Torpedoboote. Wunderbar. Das war jetzt ein Hammerschuss. Und noch einer. Ey, was ist los, ey? Habe ich ein Händchen jetzt oder was? Oh, nee, 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 dreh ab, dreh ab, dreh ab. Das war jetzt aber knapp, ey.
Meine Fresse, ey, war das jetzt knapp. Boah. Ich dachte, ich gehe jetzt drauf, ey. Hammerhart. Auf jeden Fall bin ich voll. Oh, wieder Torpedoboote. Na komm, dreh schon die Kanone. Hat geklappt. Leute sind schon drüben. Wunderbar. Also die Runde haben wir super gemeistert, finde ich. Ja, Leute, tut mir leid, ich habe leider keinen Platz. Und zurück kann ich jetzt auch nicht. Wunderbar den Wix weggeputzt, ey. Durch. Okay. Ich war noch nicht in der Basis, aber schön, schön. Was? Nur ein Stern? Also da habe ich bei den Testserver, ey. Bei den Testserver hatte ich auf einmal 3 Sterne. Naja. Egal. Schön, schön. Schön gelaufen, finde ich. Ein Containerchen. Erstmal den Dünkirchen-Container. Aha, okay. Ein Signal und ein und zwei Sammelobjekte. Was kriegen wir hier? Schönes. Ein Standard-Container, kein Super. Auch gut. 750 freie EPs. Ja, zu den Supercontainern. Die haben das jetzt auch bei den Update getauscht. Irgendwie gibt es jetzt mehr davon. Suppi. Ein Flugzeug. Ein englischer Wagen. Okay. Ja, bei Bismarck habe ich leider nicht so intensiv gespielt. Sonst hätte ich die Bismarck auch. Naja. Vielleicht kommt ja noch dazu eine nochmalige Aufgabe. So, ja, zu den Supercontainern. Da haben die jetzt auch bei den Update neu gemacht. Jetzt gibt es mehr und dabei wird es mehrere Premium-Schiffe zu gewinnen geben. Mit den Supercontainern. Das ist schon mal gut. Mehr Premium-Schiffe, mehr Gold soll es geben. Dafür weniger Signale bei der Option lass dich überraschen oder so. Ja. So. 26 Minuten Anthony ist erstmal Dings oder 25.000 draufzahlen. Nee, ich zahle nicht drauf, weil ich will den
deutschen Neuner Kreuzer. Und da ich ja ein bisschen jetzt hier den Anthony und Cyclone aufgebaut habe, habe ich wieder miese gemacht. Sonst hätte ich den bald. Naja, ist ja kein Weltuntergang. Ja, wir spielen diesmal mit der Cyclone nochmal. Das Unternehmen Dynamo. Ich schaue aber erstmal kurz im Chat rein. Hat sich bis jetzt nichts getan, okay. Na gut. Dann legen wir mal los mit dem nächsten Gefecht. Sorry. Ab geht's. Ja, wie vorhin gesagt, seht ihr hier unten, hat Nebelerzeuger. Torpedos hatte, okay, ja gut. Sorry, dann habe ich mich vertan. Dann hat er Nebelerzeuger, aber dafür keine Flugabwehr. Damit habe ich mich vertan. Nebelerzeuger da, aber keine Flugabwehr. Aber beide haben Torpedos. Okay, ja gut. Wieder das Gleiche, natürlich. Muss man wieder Leute evakuieren. Ach so. Ah, verstehe. Da drohte auf der Karte hier, sorry, da drohte auf der Karte hier, sind die Minenfelder. Jetzt verstehe ich das. Ich dachte, das wäre eine Insel irgendwie angezeigt, aber das sind Minenfelder, da drohte hier auf der Map. Aha, okay. Gut, gut, gut. Gut zu wissen. Jetzt check ich das. Dann brauche ich jetzt nicht unbedingt hier mich da vorsehen und darauf achten, wo die Minen liegen. Achte ich nur einfach auf die Map. Gut. So, Dünkirchen erreicht. Jetzt mal die alliierten Truppen draufpacken. Na komm schon. 200, 300.
500. Okidok. Ab geht die Post. Truppen sind drauf. Jetzt kann ich weiter schippern. Da kommen schon mal die Torpedoboote. Na, komm schon, lade nach, ey. Ach Mist, ey. Naja. Egal. Nein, nicht da. Es war geradeaus. Hat mich einer von der Insel getroffen, ey. Wie Säcke. Ich weiß nicht, ob man die abknallen kann, aber ich versuch mal. So, komm schon. Noch ein. Leider nicht meiner. Naja. Hauptsache, ich weiß jetzt, wo die Minen liegen. Und da brauche ich nicht großartig da drauf zu achten. Ja, das ist klar. Ich habe leider keine Flugzeugabwehr und Nebelerzeuger lädt noch. So, Flugzeugabwehr auf dem Schiff ist klar. Hat jeder. Nur kein Flugzeug habe ich. So, ich bin da, okay. Oh, einer ist schon mal drauf gegangen, ey. Dann kommen noch mehr Torpedobomber und Bomber. Hatte der Junge nichts geladen gehabt oder was? Oh, falsche Richtung. Ich fahre wieder in das Minenfeld. Ja, wenn man das erst kennengelernt hat, ne? Dann weiß man dann nicht so richtig. Aber jetzt werde ich immer wieder drauf achten. Da werde ich immer wieder drauf achten. Tralali, tralala. Klar, man könnte hier zum Beispiel, wenn ihr den Blick auf die Map werft, wo ich jetzt hier mit der Maus fahre, könnte man hier durchschippern. Ne? Aber ist ein bisschen eng, würde ich mal sagen. Ich weiß ja nicht, wenn die Turboboote kommen, was dann los ist. Schön erwischt den Wichs. Komm, 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 lade nach. Sonst ist er weg. Und das ist meiner. Ah, Mist. Komm schon. Ma, ey, die sind ja echt heftig schnell, ey, die Säcke.
heftig schnell die Säcke, ey. Ah, da sind schon welche am Ersaufen, ey. Ich könnte wieder welche aufnehmen. Oh, nee, 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 sonst fahre ich wieder in das Minenfeld. Jetzt bin ich am Minenfeld vorbei. Schön. Gut, gut. So. Dann fahre ich mal ein bisschen langsamer hier. Komm, beweg dich. Ach nö. Ich geh drauf, ich geh drauf. Schitte. Komm, lade nach. Schneller. So. Schön, 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 schön. Wohin fährst du, Alter? Ach, Mist, ey. Selber Leute verloren wieder, ey. Ihr Schweine! Ihr verdammten Wichser! Nö. Komm, lade nach, ey. Nee, das fährt nix. Verfehlt. Was ist mit denen los, Alter? Sind die am Pender oder was? Bewegt euch doch mal. Ja, toll. Ja, mach mich fertig, klar. Kein Problem. Scheiß Tasten. Ja. Komm schon. Komm schon. Lade nach. Und weg der Wichs. Wunderbar. Oh nee, ich gehe drauf diesmal. Shitte. Ach, verdamm ich noch mal, ey. Schade, schade, schade. Die Anthony ist bisschen besser, finde ich. Aber wenn man sich ein bisschen mit der einfährt, klappt das auch. Tja, leider diesmal verloren.
Naja. Egal. Schaffen wir auch noch. So, 11 Minutos. Wieso sollte ich draufzahlen, ey, 75.000? Warte ich die 11 Minuten, ey. So, egal, oder? So. Dann spielen wir mal wieder. Moment, ich schau noch mal. Aha, läuft weiter, okay. Das wollte ich nur wissen. Dann spielen wir mal normal wieder. Gewertetes Gefecht, ne? Natürlich. Und zwar diesmal mit der Smith. Die gab es letztens zu gewinnen durch einen Kampfauftrag hier. Die bin ich bis jetzt nur einmal gefahren. Ja, die geht schon klar. Ist auch gut. Schnelle Nachladung. Wie viel Kanonen hat die jetzt? Fünfmal hat die. Torpedos hat die dreimal. 4,5 Kilometer. So, Verborgenheit hat die gut. 97%, ey. Dann nehmen wir die jetzt, bis die Zeit da abläuft. So, dann geht es jetzt weiter. Ab. Und ich sag mal zum letzten Gefecht für heute bei World of Warships. Und morgen sehen wir uns dann wieder, natürlich. Im Laufe des Tages. Wenn es euch bis jetzt gefallen hat, lasst mir einen Daumen hoch da, Feedback in den Kommentaren und über ein Abo würde ich mich natürlich auch freuen. Also, ab geht's zum letzten Gefecht für heute. Morgen werden mehrere Livestreams kommen. Heute bin ich dafür zu erledigt. Aber morgen werde ich mehr Livestreams machen. Natürlich World of Tanks, World of Warships, For Honor, Dreadnought. Falls ihr das nicht könnt, könnt ihr euch gerne dazu mein erstes Livestream auf meiner Seite anschauen. Ist eben so was ähnliches wie Warships, nur eben Sci-Fi-mäßig mit Raumschiffen eben. Macht auch Spaß, auf jeden Fall. Ist auch Free-to-Play-Spiel, also, ne? Wer Lust drauf hat, bei den Livestream habe ich da Link dazu gemacht, um sich zu registrieren und zu spielen. Morgen wird er auch dabei sein, natürlich. Dann schauen wir mal. Na. Ja, endlich.
Schön, schön, nur Zweier- und Dreiergefecht. Ah, das ist gut. So, los geht's. Ab die Post. Also ich würde mal. Ich tippe mal auf A. Die Gegner stehen irgendwo hier. So wie wir, ne? Gegenüber natürlich. Die stehen irgendwo hier. Keiner sagt was. Wo wollt ihr hin? Ja, das ist es ja. Man hat sich schon an die Tasten gewöhnt und jetzt drückt man Dings und dann steht da, ich brauche Aufklärung. Ist eigentlich, naja, ich muss mir das auch noch einstellen, alles komplett. Ich weiß noch ungefähr, wie Reihenfolge war bei den Tasten. Ich will das ja so haben wie bei den alten. Sonst muss ich mich wieder alles hier eingewöhnen. Klar, da gibt es neue Optionen dazu, aber fängt jetzt bei F2 an. Vorher war ab F3, ne? Ungefähr weiß ich noch, welche Taste wo war. Und die neuen, die versetze ich einfach nach hinten. Zack, fertig. So, die fahren alle zu A. Ja, hatte ich auch vor. Und die müssen das ja auch angeben, ey. Da ist schon mein Hühnerschrecker da. Leider wieder Berg im Weg. So, ab geht's. Ich hoffe, ich gehe nicht schnell drauf, ey. Ich will mal ein bisschen hier Spaß haben, natürlich. Ach, jetzt dreht der ab, der Sack, ey. Das ist gut, ey. Da braucht man sich nicht unbedingt umzuschauen, wenn man so einen Sound hat für die Torpedos. Das erleichtert ein bisschen das Spiel. Aber was bremst das jetzt hier so ab? Topis kommen. Irgendwie hackt das jetzt hier ein bisschen. Was ist denn los? Neue Zeichen da auf der Karte. Okay. Ja, ich muss mir den Update-Verzeichnis durchlesen, ey, also. Shit, ey. Verdammter Shit, ey. Wie haben die mich denn jetzt hier? Ey, voll der Fuck. Naja. Pech gehabt. Dann schauen wir mal dem Team zu.
freie Ansicht. Guckt euch die Nebelwand an, ey, hier. Und die haben mich trotzdem hier erwischt, ey. Naja. Schauen wir mal dem Team zu. Aber wie gesagt, irgendwie. Pink ist ein bisschen zu hoch. Irgendwie hackt es ein bisschen hier. Ich muss mir die Einstellungen anschauen. Vielleicht haben die auch was Neues da bei der Grafikeinstellung reingetan. Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Wie gesagt, letztes Gefecht für heute erstmal. Für heute Nacht. Weil heute Mittag läuft es weiter. So, schön, schön, schön. So, ja. Wie schon erwähnt, wenn es euch Spaß gemacht hat bis jetzt, lasst mir einen Daumen hoch da, Feedback in den Kommentaren und ein Abo würde mir auch bei meinem weiteren Aufbau des Kanals helfen. Und natürlich würde ich mich auch darüber freuen. Also. Die Runde haben wir wieder versemmelt, ey. Ist zwar schon ein bisschen früh am Morgen, kann man sagen. Vielleicht, aber nur vielleicht. Wenn ihr mich verfolgt auf meinem Kanal, vielleicht mache ich noch einen Livestream nach einer Pause für For Honor. Aber nur vielleicht. Ansonsten sehen wir uns, wenn es hell ist, Mittag rum zu meinem nächsten Livestream zu. Als erstes World of Tanks. So. Ja. Ja, ich muss mal ein bisschen noch üben mit dem Kommentieren. Bin ja erst hier seit kurzer Zeit am Livestream machen. Deswegen. Sorry für die Versprecher. Und sonst für was, ne? Alles muss man erst lernen, ist klar. So. Schön, schön. Alles klar. Sieht aber nicht gut aus. Das ist ja die Nassau. Die Nassau. Dinosaur. Aber ich sehe gerade, die wackelt noch. Also haben die da
doch noch nicht so richtig behoben. Tja. Ja, solange das nicht beim Spielen stört, ist das egal, aber und hier war eine kleine Bremse, was ist das denn jetzt? Ist am Hacken, ist am irgendwie am Springen, ey. Also wird wahrscheinlich bald wieder ein neues Fehlerbehebungsupdate kommen. Hoffe ich auf jeden Fall. Muss ja alles flüssig laufen, ne? Was ist denn los hier, ey? 2 gegen 4 noch. Okay, Punktemäßig sieht ganz schlecht aus. Naja. Werden wir mal schauen. YouTube hackt hier auch ein bisschen. Immer wieder am Nachladen. So ist das eben. Leute, Leute, Leute. Wo ist der Kreuzer? Wo versteckt sich der Kreuzer? Ach, der nimmt C ein. Okay. Ja, die Runde haben wir eh versaut, ey. Versemmelt. Tja. Also nee, ich habe mich doch entschieden. Ich mache doch kein Livestream mehr zuvor noch heute. Erst später. Mittag rum. Ja, mittags rum. Werden mehrere Livestreams folgen. Heute bin ich zu erledigt. Pass auf, der Berg schießt gleich zurück. Kreuzer ist draufgegangen, jetzt haben wir noch einen. Und wieder ein kleiner Stopser, ey. Also, oh, oh, oh.
War noch Glück gehabt mit den Torpedos. Aber sie brennt. Oh, doch nicht. Jetzt hat die doch abgekriegt. Oh. Vorbei. Das war nix. Naja. Schön, schön. Ja. Okay. Ja, wie schon erwähnt, das war das letzte Gefecht für heute. Später am Tag wird natürlich noch mehr von Warships folgen und anderen Games. Morgen werden wir wieder mal ein paar gewertete Gefechte spielen. Dabei, ja. Bis heute, bis jetzt ist das erstmal alles. So, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen hoch da. Feedback in den Kommentaren, wie so der Livestream war für euch. Und allgemein, wie der Stream war. Ob es flüssig war oder wie auch immer. Und natürlich über ein Abo würde ich mich auch freuen. Also, dann sage ich mal, bis später, Captains. Haut rein. Wir sehen uns.